Hallo meine lieben Wagen, ja auch für euch möchte ich heute das November-Highlight drehen und natürlich kann es sein, dass du die Waage auch im Sonnen- oder Mondzeichen hast oder im Aszendenten oder du schaust für eine Waage, das kann auch möglich sein. Bitte bedenkt, auf jeden Fall ist es ein allgemeines Reading, es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch bitte hinein, wo mit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du in einer anderen Konstellation bist, drehst du dann einfach um. Und das Reading ist für den November. Allerdings, Zeit ist relativ und deswegen kann es auch plus minus sein. Ja? So, dann würde ich sagen, legen wir los für die Waage. Das Highlight im November für die Waage. Da hat sich schon eine umgedreht. Oder? Bin ich doof? Ja, ich bin doof. Nee, doch. Hier. Und das ist die 10 der Münzen. So, dann weiter. Highlight im November. Sechs der Münzen. Der Schwerter und die zwei der Münzen habe ich hier im Unterdeck. Ja, das, was mir hier reinkommt, tatsächlich ist, dass du hier ja entweder im Familien- oder im Freundeskreis ja sozusagen eventuell hintergangen bist, vielleicht auch im partnerschaftlichen Bereich. Ja, ich habe hier viele Münzen, das zeigt eher die Familie oder auch einen Freund an. Wo hier irgendwie Schwierigkeiten waren, ja, wo man sich vielleicht auch einfach aus dem Staub gemacht hat. Natürlich kann es auch ein Liebespartner sein, auf den du hier schaust, oder ein Herzmensch sein, ja, der sich hier, sage ich mal, verpisst hat. Und hier war auch so ein bisschen das Geben und Nehmen auf jeden Fall nicht im Einklang. Ich habe das Gefühl, du wirst damit rechnen können, im November wieder von diesen Menschen zu hören. Es kann auch sein, dass du dich aus einem, ja, aus etwas herausziehen möchtest. Das kann auch finanziell sein, das kann freundschaftlich sein, familiär oder halt herzenstechnisch. Ja, dass du sagst, okay, hier ist es mir jetzt zu bunt geworden, ich möchte mich jetzt hier rausziehen und möchte wieder in die Leichtigkeit kommen. Für dich wird die Leichtigkeit im November auf jeden Fall wiederkommen. Du wirst hier viel Spaß haben können. Ich sehe hier auch eine Stabilität, die bei dir ist, ja, und die dir auch erhalten bleibt. Ich habe das Gefühl, du kannst hier ein bisschen vorsichtig sein, wenn du neue Verträge unterschreibst, dass du da nicht übers Ohr gehauen wirst oder wenn du etwas Neues erwerben möchtest, kaufen möchtest, achte da wirklich gut drauf, ja. Das ist hier so ein Hinweis und gleichzeitig kommt mir auch rein, dass du wirklich das Kleingedruckte lesen sollst bei einer Angelegenheit, die du eventuell geplant hast oder die unverhofft auch auf dich zukommt, ja. Grundsätzlich zeigt sich hier eine freundschaftliche Verbindung an, eine verspielte Verbindung an zu einem Menschen, die hier in die Stabilität möchte, wo man aber, wie gesagt, wahrscheinlich immer wieder eine Enttäuschung hatte, eventuell auch so ein typisches On-Off-Gedöns, wo du drin du dich befindest, ja. Und es geht jetzt darum, dass man hier für sich auch selber eine Entscheidung trifft, ins Gleichgewicht kommt und hier auf das Geben und Nehmen achtet, ja. Und ich glaube auch, dass du Helferlein hast im Außen, das heißt Familie oder auch ein Familienmitglied oder ein Freund oder auch ein Haustier kann für dich wichtig sein, ja, was dir zur Seite steht, was dir auch immer wieder neuen Optimismus verleiht. Und gleichzeitig nehme ich dich hier auch so ein bisschen in so einer hin- und hergerissenen Energie wahr, dass du eventuell im Monat November so ein bisschen hin und her gerissen sein könntest, möchtest du jetzt darauf antworten, wenn hier jemand wieder auftaucht oder eben nicht, ja. Ich möchte gerne noch eine Karte dazu ziehen zu den zwei der Münzen. Ja, es geht hier um die Königin der Münzen. Das kann Stier, Steinbock oder Jungfrau sein oder es ist wirklich auch ein berufliches Thema, wo du sagst, ich überlege wirklich beruflich, mich neu zu orientieren. Vielleicht hast du hier Probleme mit dem Kollegium, ja, und sagst, mir reicht's jetzt, ich habe irgendwie da keinen Bock mehr drauf. Ich sehe hier auch für einige tatsächlich, dass du eventuell dazu, ja, mit dem Gedanken spielen könntest, dich krankschreiben zu lassen, dich quasi aus dem Staub zu machen, still und heimlich, ja, und dann hier wirklich auch eventuell was Neues suchen oder du hast schon was Neues und sowas nehme ich ja auch wahr, ja. Ansonsten, wenn es hier um eine Person geht
um ein Gegenüber, dann habe ich hier wirklich das Gefühl, ja, dass du so ein bisschen hin und her gerissen bist. Ist das ehrlich gemeint? Ist die Person ehrlich? Kann man sich auf die Person verlassen? Ja, und oder haut die Person eventuell auch wieder ab? Und ich habe es hier tatsächlich nicht so, dass die Person wieder abhaut, sondern ich habe sie hier als die Königin der Münzen. Das heißt, oder auch das bist du, ja, es geht hier um die Loyalität einmal zu sich selber, es geht aber auch um eine Loyalität, die dir ein Mensch entgegenbringt, ja. Das kann, wie gesagt, ein neuer Arbeitsplatz sein, ein neuer Beruf, den du einschlagen möchtest, ja, oder ist es wirklich hier auch auf die Liebe bezogen, dass hier es gehapert hat an Stabilität und Sicherheit, ja, und jemand immer wieder weg war. Und hier kommt jemand wieder, ich habe das Gefühl, dieser jemand bleibt auch für eine gewisse Zeit, wird sich dann aber eventuell auch nochmal rausziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden aber jetzt noch weitere Karten ziehen, um zu schauen, was hier für dich wichtig ist, ja? Ob wir hier noch mehr Informationen dazu bekommen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, du hast hier wirklich eine gute Basis, ja? Und achte darauf, du hast hier so, stell es dir in Form eines Gartens vor, ja, oder eines Beetes. Du hast da einen sehr schönen Boden drin, ja. Du kannst quasi anpflanzen, was du willst. Überlege dir gut, was du anpflanzen möchtest und was du nicht anpflanzen möchtest, ja. Oder ist für dich zum Beispiel auch Unkraut überhaupt kein Problem? Ja, also ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich damit meine. Das soll nur als Beispiel dienen, ja. Ich nehme auch so ein bisschen Unruhe in dir wahr, wenn diese Person wieder auftaucht, ja. Dass du so ein bisschen vielleicht auch, ja, dich fragst, was soll das jetzt, ja. Aber hier möchte jemand auf jeden Fall, ja, mit dir kommunizieren bzw. in den Austausch gehen, ja. Sehr freundschaftlich auf jeden Fall. Wir haben hier den Zauberstab. Etwas geschieht wie von Zauberhand, aber auch eben die Manipulation. Ich glaube, die Manipulationen liegen in der Vergangenheit. Natürlich, du musst halt, oder nein, du musst gar nichts, du darfst hier natürlich auf deine eigene Situation schauen, auch auf dein eigenes Gefühl vertrauen, ja. Und ich könnte mir hier auch vorstellen, dass du hier auf jemanden mal reingefallen bist in der Vergangenheit. Dieserjenige oder derjenige hatte es auf das Finanzielle abgesehen, auf dein Hab und Gut, ja. Wenn du natürlich mit so einer Energie zu tun hast, ist hier eine gewisse Vorsicht angezeigt. Man sieht hier, dass eine Person dich definitiv wieder kontaktiert, zu der du wahrscheinlich schon länger keinen Kontakt mehr hattest, ja. Wir schauen weiter. Was kriegen wir hier noch? Wir haben hier den Lavendel, Schutz und Abwehr von Bösen, Reinheit und Ruhe, Erholung und Gesundheit. Also ich habe hier auch für einige drin, dass es wirklich wichtig ist, dass du hier auf deine Gesundheit achtest, ja, dass du hier auch genug Ruhe bekommst. Es kann auch für einige sein, dass du dich hier wirklich, dass du hier auch zwei Jobs machst, das kriege ich hier auch rein, um deine finanzielle Situation vielleicht zu verbessern zum Beispiel. Da ist es wichtig, dass du dich nicht zu überanstrengst. Ja, wir haben hier die Spinne noch für dich. Hier geht es um eine Gefangenschaft, in der du dich befunden hast. Ja, das sind auch diese Manipulationen. Du hattest es hier vielleicht auch mit jemandem zu tun, der dich sehr gut einwickeln konnte. Diese Person hat es immer wieder geschafft, irgendwie dich ordentlich zu manipulieren. Ja, hat sich dann aber dennoch immer wieder vielleicht auch von dir entfernt. Also sowas sehe ich hier tatsächlich. Und aber, und das ist auch sehr gut, hier zeigt es eine neue Ausrichtung an, ja. Und es kann sein, dass wenn diese Person wiederkommt, dass du eben auch genau auf dein Gefühl hörst, diesmal wirklich auch in deiner Stabilität bleibst und vielleicht auch selber hier sagst, nee, ne? Das kann hier auch möglich sein. Ich habe hier auch eine Unaufrichtigkeit in deinem Freundeskreis drin. Also du könntest hier eine unaufrichtige Person enttarnen. Ich glaube, dass diese Person sich immer wieder in ihren Aussagen verstrickt, kann ja auch das Gegenüber sein, ja. Also immer hin und her, mal war es so, dann war es anders, dann war es wieder so, dann ist wieder irgendwas anderes, ja. Also es ist so ein bisschen wie so ein Hin und Her, ja, mit dieser Person. Auch von ihren Aussagen. Achso, ja gut, ich soll hier noch eine... ziehen, ja, okay, es geht hier um die Herzheilung, der Rosenquarz kann dich hier unterstützen, es geht hier auch um,
Ja, ich glaube, du hast hier zu viel Vertrauen gehabt zu einer Person. Du bist hier in der Vergangenheit wahrscheinlich ganz schön, also für einige habe ich es hier, du wurdest ausgenommen wie so ein Goldesel, ne? Also hier hat man genommen, 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 aber irgendwie hast du nichts dazu, also zurückbekommen. Ja, und das ist natürlich nicht richtig. Und da sollst du auf jeden Fall darauf achten, dass du da an einer Balance bleibst und dich hier nicht aus deinem Gleichgewicht, ja, drängen lässt. Ne? Wir haben hier das Gewitter, Streit, Trennung, Umbruch, Durchbruch und Aufbruch. Ich glaube, dass hier ziemlich schnell jemand wiederkommt. Ja, wenn jemand hier rausgegangen ist, der wirklich auch Vorteile von dir hatte, vielleicht auch Vorteile durch die Verbindung mit dir. Das kann ja auch was Berufliches sein bei vielen. Ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, weil wir hier echt viele Münzkarten haben. Und es kann auch sein, dass du ein Mensch bist, der sehr, sehr viel Wert auf Geld legt, ja, oder auf finanzielle Sicherheit, ja. Ich glaube, dass hier jemand aber, wie gesagt, sehr, sehr schnell wieder auftauchen wird. Es kann aber auch sein, dass es dann noch mal wirklich zu einem Streit kommt, zu einem Konflikt kommt und dass man sich dann wirklich auch neu ausrichtet. Und das wird hier bei jedem anders sein, ja. Also, das habe ich hier. Ja, schauen wir weiter. Es geht sich hier, oder es geht hier auch darum, sich wirklich von also unehrlichen Menschen zu distanzieren. Du wirst hier eine Klarheit über gewisse Menschen bekommen oder haben, ja. Und ja, deine Intuition sagt dir das halt auch immer wieder. Ja, hier ist das Thema Heilung für dich am wichtigsten. Also hier geht es um einen Heilungsprozess und es geht auch um Freundschaft. Also das habe ich hier auch. Für viele kann es hier auch im freundschaftlichen Bereich sein, ja. Vielleicht auch sowas wie eine Freundschaft plus oder wie gesagt, ja, man hat hier Vorteile von dir gehabt. Man hat immer nur genommen und davon heilst du jetzt. Es kann aber auch wirklich sein, dass du dass jetzt jemand in einer veränderten Form wieder auftaucht. Ja, höre da wie gesagt auf dein Bauchgefühl. Da wir hier im allgemeinen Reading sind, ja, kann das für jeden wirklich anders ausgehen hier mit der Person, ja. Also ich habe hier wie gesagt die Heilung auch einer Freundschaft. Es kann sein, dass man sich ja auch mit Freunden gestritten hat, dass alte Freundschaften wieder aufgelebt werden, ja. Das kriege ich ja auch rein. Oder wie gesagt, hier auch eine Heilung mit diesen Menschen ist über eine freundschaftliche Ebene erstmal, wo man sich das anschaut, was gibt eigentlich dieser Mensch, was gebe ich oder verpisst der Mensch sich eigentlich letztendlich wieder, ja. Also so eine Situation habe ich hier. So, wir haben hier beglückende Veränderung für dich. Das ist sehr, sehr schön. Und du darfst hier auch ganz klar deinen Standpunkt darfst du ganz klar vertreten. Du sollst hier auch in die klare Kommunikation gehen. Das wird dir als Waage nicht schwerfallen. Ja, du bist auch ein sehr straightes Sternzeichen. Und ich habe hier wirklich beglückende Veränderung. Das heißt, hier kann man sich wirklich auch über eine freundschaftliche Ebene wieder annähern, ja. Oder es ist eben auch so, dass du hier zum Beispiel in ein neues Umfeld kommst, zum Beispiel beruflich gesehen, ja. Und du machst von Anfang an klar, was geht und was geht nicht, ja. Was können sie mit dir machen, was nicht. Du eierst da nicht mehr so rum. Und es zeigt sich ja auch darin wirklich eine bessere berufliche Veränderung, ja. Also ein besseres Umfeld, ja, was hier auch zu deiner Heilung dazu beiträgt. Also hier stehen auf jeden Fall gute Veränderungen an bei dir. Für viele wird das hier auch eine Versöhnung tatsächlich im Freundes- oder Familienkreis sein. Ja, beruflich mit Arbeitskollegen kann das auch sein. Auf jeden Fall bist du hier aufgefordert, in die klare Kommunikation zu gehen, ja. Vielleicht auch mit diesem Gegenüber zu sagen, so, jetzt so nicht mehr, ja. Ja, ich habe für dich hier tatsächlich den Aal, Energetisierung. Lade dich auf an den kosmischen Strömen. Hindernisse können leicht überwunden werden. Ja, also für dich ist es hier wirklich so, dass du, ich glaube auch dich, du bist vielleicht so ein bisschen konfliktscheu in diesem Monat. Ja, das könnte sein. Aber hier ist etwas, wo definitiv auf dich zukommt, wo du auch merkst, dass dieses Hindernis relativ schnell überwunden werden kann, ja. Tatsächlich habe ich für einige auch von euch, liebe Wagen, dass es für euch mit einem Stromausfall zu tun haben könnte. Also ihr könntet auch mit der Elektrizität
Probleme haben, ja, falls ihr da irgendein Problem habt, bitte lasst einen Fachmann da dran, ja, versucht das nicht selber irgendwie in den Griff zu kriegen, falls sowas auftreten sollte, weil das ist eine Zwischeninfo, die ich reinbekomme. Oder irgendwie ein Kabel könnte auch kaputt gehen, ein wichtiges Kabel. Ja, das habe ich hier auch noch als Information, ja. Also wichtig ist auch, dass du hier wirklich auf deine Energien achtest. Wie viel gibst du, wie viel bekommst du zurück? Ja, das ist eigentlich so der Ursprung der Geschichte. Gleichzeitig kann es hier natürlich zu Konflikten kommen oder zu einem Streit. Wir haben hier zweimal den Blitz auch drauf, ja, wo du wirklich, wo vielleicht ja auch wirklich die Hutschnur platzt, ja, und du auch einfach sagst, so, jetzt reicht's mir. So und so habe ich keinen Bock mehr drauf, ja. Also das nehme ich hier auch bei den Wagen tatsächlich wahr. Genau. Gut, schauen wir weiter. Vielleicht hast du auch einen Bezug zum Aal. Vielleicht isst du gerne Aal oder du hast mal Aal geangelt oder auch das Angeln könnte für dich wichtig sein. Ja, oder mit dem Gegenüber, wo du es zu tun hast eventuell. Ja, dann haben wir hier den Saphir. Immer sachte. Gehen Sie Ihr Leben und Ihre Arbeit behutsam an, um Gesundheit, Glück und Wohlergehen zu fördern. Also ich sage ja, für viele wird es ja auch so sein, dass du hier wirklich immer lobst, mal lobst, mal lobst, ja, und gar nicht irgendwie auf dich oder auf deine Gesundheit achtest und vielleicht auch deswegen hier so ein bisschen eine, ja, sage ich mal, eine Stimmung irgendwie, ja, hitzig werden könnte, weil du die Arbeit vorziehst. Das habe ich ja auch noch für einige mit drin. Der Saphir ist ein dunkelblauer Stein, der kann dich unterstützen im November und auch die Farbe dunkelblau könnte für dich von wichtiger Bedeutung sein. Vielleicht hast du auch ein blaues oder dunkelblaues Auto oder du hast auch irgendwie kommt mir tatsächlich etwas Rundes rein, was blau ist. Vielleicht hast du ein Schmuckstück, ein rundes Schmuckstück, was blau ist oder ja, mir kommt jetzt noch eine andere Sache rein, das ist dieser blaue Fleck, aber im Sinnbildlichen gesprochen. Also es könnte sein, dass dir hier ein Mensch einen blauen Fleck verpasst hat, ja, das ist das eine. Andersrum habe ich hier aber auch so ein bisschen, dass du eventuell zu blauen Flecken neigen könntest, ja. Vielleicht hast du häufig sehr, sehr schnell blaue Flecke, das kommt mir auch durch. Also manchmal, wenn ich ein bisschen ruhiger werde, dann channele ich, ne, weil ich die Botschaft manchmal nicht ganz klar, glasklar durchbekomme. Okay, schauen wir weiter. Welche Sternzeichen sind hier für dich wichtig, liebe Waage? Wir haben hier den Wassermann. Also Erdelement kann es auch sein, ne? Stier, Steinbock oder Jungfrau. Widder. Dann haben wir hier den Skorpion. Hier haben wir den Stier und hier habe ich den Steinbock. Also diese Sternzeichen können für dich eine wichtige Bedeutung haben. Es kann sein, dass du es mit so einem Sternzeichen zu tun hast, aber die Sternzeichen können passen, müssen nicht immer passen, ja, ganz, ganz wichtig. Und es kann auch sein, dass du eins dieser Sternzeichen vermehrt in deiner Chart hast, dann kann es auch eine wichtige Botschaft sein. Okay, schauen wir weiter. Wir haben hier Channa. Du bist vor allem leidgeschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir, entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Ja, das darfst du jetzt wirklich wissen. Also irgendwie mangelt es dir hier vielleicht auch an Sicherheit. Vielleicht hast du wirklich hier auch Ängste, dass man dir wieder irgendwie die Sicherheit nehmen könnte. Sehe ich hier aber nicht. Ja, also du durchschaust das hier. Wenn ein Mensch das vorhat, ja. So, wir haben den Omega. Das ist der Buchstabe O. Das ist der Sieg. Dein Wunsch erfüllt sich. Setze deine gute Arbeit fort. Also du hast hier wirklich auch verdammt viel geleistet. Ja, ich habe auch das Gefühl, es geht hier um deinen eigenen Selbstwert, den du auf jeden Fall auch erhöht hast, ja, wo du in die Stabilität gekommen bist. Und hier sagen die Karten ganz klar Sieg. Ja, also du, hier erfüllt sich ein Wunsch für dich.
Mir kommen ausländische Wurzeln rein, die jemand haben könnte. Okay. Jetzt haben wir noch den Buchstaben A und C. Und das ist, ich führe dich zur Antwort auf deine Gebete. Bitte folge den Schritten, die ich dir durch deine Intuition, Gedanken und Träume mitteile. Hier geht es auch wirklich darum, dass ich das Gefühl habe, dass das Universum mit dir kommuniziert. Ja, du bekommst hier Botschaften über Tiere, Zahlen, Buchstaben, Musik. Und die Chantal sagt hier, eine neue Romanze steht vor der Tür, sei es mit jemand Neuem oder durch Wiederentfachen deiner Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Genau, und da solltest du aber auch wirklich auf ein Gleichgewicht achten. Ja? Was gibst du, was kriegst du? Überlege dir gut, was du anpflanzen möchtest in deinem Beet. Ja? Das kommt wirklich darauf an, mit was für einer Person ihr es zu tun habt. Ich habe auch das Gefühl, dass manche eventuell sich wirklich mehr Ehrlichkeit vom Gegenüber wünschen. Also das habe ich hier auch und das könnte tatsächlich auch so eintreten, ja, dass jemand jetzt wirklich mit dir ehrlich über die Situation oder auch über Gefühle spricht. Das kommt mir hier auch rein. Okay, dann schauen wir mit den Zeitkarten weiter. Wir haben einen Mittwoch, der für dich wichtig ist. Hier geht es um die Bilanz, die man zieht. Ja, passt auch sehr gut zu der Waage. Und wie gesagt, die Zahl 4 könnte für dich auch wichtig sein. Vielleicht bist du eine Lebenszahl 4 oder du hast es mit jemandem zu tun, der die Lebenszahl 4 hat. Vielleicht gehst du auch mittwochs immer zum Schwimmen oder machst mittwochs immer irgendwas anderes. Dann kann das hier für dich auch eine wichtige Botschaft sein. Dann haben wir hier die Zahl 8. Alles ist im Fluss, ja, 8 Tage, 8 Wochen und du darfst hier wirklich realistisch sein, ne? Das ist wichtig. Also das ist das, was ich hier schon die ganze Zeit wahrnehme. Jeder ist in einer anderen Situation. Bitte hört gut auf eure Intuition, auf euer Bauchgefühl, ja. Die Zahl 84, 48, der Monat 8, der Monat 4 könnte von wichtiger Bedeutung sein. Auch die Zahl 88 kommt mir rein. Die 884 könnte bei dir in der Telefonnummer vorhanden sein. Oder die 884 könnte auch, oder 848 kommt mir auch rein, in der Postleitzahl, ja. Vielleicht bist du auch 48 Jahre alt oder du wohnst in der Hausnummer 48 48 88. Dann kann das hier für dich eine Botschaft sein. Wir haben hier noch die Zahl 12, hier hat etwas gehangen, hier ging etwas nicht weiter. 12 ist der Gehängte im Tarot, ja, und hier kommt wieder was ins Fließen, ja. Das nehme ich hier ganz klar wahr. Und du wirst ja auch Spaß haben im November. Also das habe ich hier schon, ne? Also hier ist eine verspielte Energie. Hier ist auch Familie, die scheinbar sehr wichtig wird. Oder ein Familienmitglied, was sehr wichtig für dich wird. Und ja, du wirst hier selber entscheiden, ja, ob du das noch willst oder nicht. So habe ich das hier. Genau. Die Zahl 12 oder 21 könnte für dich auch noch wichtig sein. So, jetzt mische ich hier noch mal ein bisschen durch die Charms. Was haben wir hier für dich? Ja, zuerst mal haben wir hier das Klee. Das heißt, hier ist schon ja, das Glück an deiner Seite. Hier kommt eine Einladung auch rein. Das kriege ich hier rein, ja, ein Treffen. Womit du vielleicht auch nicht rechnest. Das Ganze ist sehr, sehr schicksalhaft, ja. Und hier geht es um einen Neubeginn mit dem Babylöffel. Kann es hier auch darum gehen, Vorsicht, wenn du, ich sage mal so, nicht ein Kind haben möchtest, ja, oder das auch jetzt keine Rolle mehr spielt, dann lässt du das weg. Aber wenn du kein Kind haben möchtest, solltest du hier besonders auf die Verhütung achten, diesen Monat, wenn du tatsächlich auch in einer Beziehung bist oder wenn du eben Sexualität auslebst, ja. Gleichzeitig habe ich hier nochmal das Kreuz. Ja, es kann hier um einen Seelenpartner handeln. Ja, es kann hier um die Dualseele gehen oder auch um eine Zwillingsflamme. Dann habe ich hier ein Quietscheentchen. Also es könnte hier wirklich, also Vorsicht, es kann hier auch um Kind gehen, wo vielleicht jemand auch nicht gezahlt hat. Das kriege ich hier auch rein. Oder wo man etwas ja, in die Stabilität jetzt bringen möchte, ja.
Also auch das könnte hier etwas sein. Kriege ich hier gerade rein. Das Ganze, da hast du dir viele Gedanken drüber gemacht, über diese Situation, auch über die Ehrlichkeit vielleicht dieser Person, über die Loyalität, über gewisse Zukunftsvisionen vielleicht, ja. Und man sieht hier auch eine gewisse Angst, die hier mitspielt, dass du eben dasselbe nochmal erleben könntest, ja. Die Adventszeit wird für dich sehr, sehr wichtig. Das Ganze gehört mit dem Schmetterling zu deinem Transformationsprozess. Und hier habe ich noch den Delfin, der für Liebe und Frieden eben steht, der jetzt hier wieder in deine Situation kommen soll. Und die Vögel stehen auch dafür, dass es hier, wie gesagt, auch Nachrichten gibt. Es kann auch ein Anruf sein, der dich ereilt, ja, und ich glaube auch, wie gesagt, es kann sein, dass du zum Beispiel erfährst, dass dein eigenes Kind zum Beispiel schwanger ist. Auch das könnte hier für dich, ja, dass du Oma oder Opa wirst, ja. Sowas kriege ich ja auch rein bei der Waage. Von einer Schwangerschaft erfahren oder tatsächlich, du bekommst ja einen Anruf und hier startet neue Kommunikation, ja. Oder jemand kontaktiert dich wieder. Muss nicht unbedingt ein Anruf sein. Es kann auch sein, dass man dir schreibt. Ja, ihr Lieben, damit belasse ich das auch. Ich hoffe, dass ich euch hiermit eine kleine Freude machen konnte. Ich wünsche euch einen wunderschönen November. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.